Ja, hallo, und da sind wir wieder bei Dragon's Dogma. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Hier vorne wartet jetzt ein schöner Kampf auf uns gegen ein Skeleton Knight. Ja, die sind schon etwas härter. Geht aber auch. Immer drauf, immer drauf. Oh, da habe ich ihn da schon gesprungen. Ja. Genau, alles vom Lager. Ich will alles mitnehmen. Bitte lass da den Mantel drin sein. Der sollte hier drin sein. Ist er aber nicht. Ach, Manu. Das ist doch schade. Zwischensequenz. It would seem our fates are closely bound. The honeyed sleep of destruction will find this place, and all the world in its turn. Indeed, the coming night ill needs us, its faithful harbingers. Just as you and your hubris cannot hope to stop the divine beast that marked you. Before its might, you stand as useless and frail as this ungainly contrivance of brick and mortar. Nonetheless, the trice you might delay the dragon's coming is blasphemy just the same. Reduced to dust, but first they shall peel the flesh from your bones, my dear Arisen. Was kommt da raus? Ein Lich. Zwei Lich. Ist jetzt hier die Medaille? Wo ist sie denn? Die müssen wir jetzt finden unbedingt. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Das ist wichtiger als alles andere, die doofe Medaille finden. Ja, das ist schön, wenn du Feuer hast. Wo ist sie denn? Wo muss sie hier sein? Ach, da eins oben. Ja. Jetzt kann ich mich auf den Kampf konzentrieren. Ah, da bin ich ein Level aufgestiegen, ist doch schön. Ach, knapp daneben. Skelettmagier? Meine Güte. Ich will eigentlich ein bisschen Zeug haben. Ah. Oh. Thank you.
Was machen die denn da hinten? Ausdauer. Hey. Was? So haben wir nicht gewettet. Natürlich, dass sie alle sterben. Ach, einer ist schon tot. Das ist gut. Und da ist der zweite weg. Hätte besser laufen können, aber es ging ja. I fear I have misjudged the extent of your skill, dear Arisen. I see it was folly to worry of walls and armies while you still live. However, it seems my regret will be short-lived. Don't you feel it? The very air dances around us. Oh God. The long night is come. The dragon's reign at last begins. Oha. Ja, was hat's dir gebracht, Junge? Hast du jetzt davon verdient? Hast du verdient? The rantings of an upjump zealot make for tedious listening. His ilk serves no role in what is to come. Only my death will staunch the flood of destruction. A task still far beyond your means. If you would face me, seek me out, and I shall allow it. But heed the zealot's lesson well. When the weak court death, they find it. Until then, I shall hold your little keepsake safe. Your dragon forged will speak for my diligence in that. The choice falls not to me, nor to the whims of fate. It is yours alone. Und jetzt stürzt alles ein. Und wir mit. So, das war's. Wir sterben, Spiel vorbei. Ne? Es war schön mit euch. Das war's jetzt. Ende des Spiels. Nein, da kommen wir. Phönix aus der Asche. Aus der Burg getorkelt. Völlig unverletzt. Weil platt. Schön. Sehr schön.
machen wir das auch. Und das zu. Das meinte ich. Man kann nämlich diesen Dungeon nur ein einziges Mal betreten. Hier kommt man jetzt nicht mehr durch. Sieht man auf der Minimap auch. Es ist kein Durchkommen mehr. Dafür ist jetzt diese Tür offen. Katsching! Da gehen wir jetzt aber noch nicht weiter. Denn sieht man das von hier schon? Lieber. Nö. Nö, das kann man noch nicht sehen. Alles klar. Da gehen wir jetzt noch nicht weiter. Das ist nämlich der Weg zum Drachen. Der führt da lang. Ne, hat man noch nicht die Dinger. Das ist doch schön. Und der Treue ist auch gut, wa? Der war. Kann man hier nicht gucken, natürlich. Macht nichts. Egal. Zurück nach Grand Sorin. Denn wir haben bloß noch eine Hauptquest. Die da wäre. Genau, die letzte Schlacht. Ne, sprich mit dem Drachengeschmiedeten. Doch, haben wir noch als Quest. Ich glaube, beim ersten Mal bin ich da einfach durchgerusht, ohne mit dem zu sprechen. Das war ziemlich doof. Das machen wir jetzt gleich, ja. Klar, freilich, warum nicht? Hatten wir einen Rang ab? Nö. Dafür hatte Merlin 5 Stück oder so. Macht aber nichts. Ich werde sowieso auch den letzten haben und dann wechseln wir die Klasse endlich mal wieder. Wird auch Zeit. So, dann sprechen wir jetzt noch mit dem Drachengeschmied. Wir müssen erstmal dahin laufen. Ist ja ein bisschen laufig. Aber das ist wichtig. Denn da kriegen wir noch ein hübsches Item. Welchen Rang ist jetzt Merlin einfach eigentlich? 4. Ich glaube, man braucht 5 oder sogar 6 für Muskelkraft. Denn eigentlich wollte ich sie nur Kämpfer werden lassen für Muskelkraft, damit sie mehr tragen kann. Das war so meine Intention. Weil danach wird sie, denke ich mal, wieder Magierin. Weil, ja, sie soll ja Magie machen und nicht physisch eigentlich. Warum ich die überhaupt Kämpfer gemacht habe. Einfach aus Spaß und der Freude. Damit sie ein bisschen Leben kriegt. Weil der Krieger levelt am besten Leben. Ich habe 40 Leben pro Level ab. Kann sein, so ungefähr. Und ich glaube 8 Nahkampfangriff. Dafür aber nur 10 Ausdauer. Müsste ich jetzt alles nachgucken. Weiß ich jetzt alles nicht aus dem Kopf, aber so ein paar Werte weiß ich halt. Es wird Nacht. Aber das macht ja eigentlich auch nichts weiter. Sind wir schwer? Nur leicht. Wieso regenerieren wir denn keine Ausdauer? Oder ziemlich langsam. Haben wir so viel? So, jetzt können wir noch ein bisschen laufen. Ja, auf zum Drachengeschmiedeten. Lange Laufwege sind lang. Und ereignislos. Und es wird Nacht. Ich sehe da vorne schon den Zyklopen, der nur nachts auftaucht. Und Wölfe, die auch nur nachts da sind. Oh Gott, so viele Wölfe. Da rechts, da vorne, hier links. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die 5 Millionen Wölfe hier. Da hinten sind noch mehr. Ausdauer! Lass mich jetzt nicht im Stich. Und nur einer greift an? Das ist ja seltsam.
Aber es soll mir recht sein. Alter, wie viele Wölfe hier sind? Das ist ja aber eine wahre Pracht. Das ist ja Wahnsinn. Drachenschmiede da. Was geht ab? Im Dach. The hour is come, arisen. The door lies open. Seek the temple atop the tainted mountain. Beyond the great wall. Genau, zum befleckten Berg. Pinnacle, in the shadow of the worm, keeper of the endless ring. You will make your choice. What you there become, only you can decide. Aha, da haben wir nämlich noch die Strategie des Drachen 1 bekommen. Und die Weste aus Drachenleder. Sehen wir mal aus, die sieht so aus. Fesch. Hat natürlich keine Ärmel, sehen wir darunter überhaupt nicht. Hat aber coole Werte. Bisschen unten drunter sieht man es. Da, das Drachenleder. Sehr schön. Haben wir die Drachenweste mitbekommen. Oder Weste aus Drachenleder. So, als nächstes. Weiß ich gar nicht, was wir machen. Wir werden erstmal nach... Achso, jetzt müssen wir, glaube ich, zum befleckten Berg, ja. Genau, was er gesagt hat. Nicht wahr? Aufträge? Letzte Schlacht, genau. Reist zum perfekten Berg. So werden wir das irgendwann tun. Nicht jetzt, aber irgendwann. Ich werde jetzt nochmal die ganzen Dinge abklappern, denke ich mal. Denn ein bisschen was zu erledigen haben wir noch, bevor wir auf die zur letzten Schlacht gehen. Zum einen. Die Quest von Renard müssen wir noch abgeben, bei ihm. Seine ganzen Tagebucheinträge, da muss ich den letzten Tagebucheintrag noch holen. Dann Aufträge. Das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Das könnten wir noch machen. Genau, Suchtrupp müssen wir noch machen. Das müssten wir eigentlich auch noch machen. Den Hinterhalt habe ich immer noch nicht nachgeguckt, wo der ist. Dann kriegen wir den zusammengefalteten Brief am Ende von der Quest. Können wir den auch abgeben. Die Gespenster müssten wir noch jagen. Das weiß ich gar nicht, ob es den auch noch danach gibt, aber ich schätze mal schon. Und die Suchermedaillen, das ist ja auch kein Problem. Aber ja, die Geister müssten wir noch jagen, weil ich weiß nicht, ob die Gespenster dann noch da sind. In der Seelenschinder Schlucht, wenn wir das durch haben, die letzte Schlacht. Das würde ich auf jeden Fall noch vorher machen. Und da begeben wir uns jetzt erstmal zum Großwall. Genau dahin. Dann gehen wir natürlich nicht da rein. Gehen wir hier lang. Das packe ich jetzt noch in die Folge rein, egal wie lang es wird. Meine Güte. Wir müssen da ganz hinten hin. Da ist der letzte Tagebucheintrag und danach müssten wir noch Renard finden. Dann habe ich wieder keinen Plan, wo er ist. Überhaupt keinen Plan. Weil jedes Mal irgendwo anders ist. Ach, das ist schon ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, erledigen wir noch die Chimäre? Mit dazu? Jawohl. Aua! Hey! Ich
Oh Mann. Na schön, wir schlafen mal eine Runde. Ist ja kein Problem, ne? Du singst hier nicht mehr rum. Strom gezaubert, ist ja ganz toll. Ey! Man sieht, er macht schön Schaden. Ich schieße einfach mal rein. Irgendwas werden wir schon treffen. So. So, haben die auch besiegt. 2 Minuten. 2 Minuten für eine Chimäre. Irre. Ja, vorhin eine halbe Stunde gebraucht. Und haben sie nicht besiegt. Ist das noch die erste Chimäre? Gegen die wir wirklich gekämpft haben? Da bin ich nur abgehauen. Weil es mir einfach zu lange war. Weil wir die nicht tot gekriegt haben. Sie dafür unsauber. Nee, das war nicht schön. Und jetzt, 2 Minuten, boxen wir da so eine Chimäre um, ohne Probleme. Ganz nach hinten müssen wir hier. Ganz nach hinten. Weil ganzen Schnee hab ich hier lang. Oh, ist das schön. Ja, genau, greift mich alle an. Ihr seid wieder durchs Wasser gelaufen, oder? Ach, ihr seid doof. Das Wasser ist nicht schön. Hör auf zu singen. Hier ist er nicht drin? Nein. Hier ist er vielleicht drin. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, da ist er drin. Das sind mir eindeutig zu viele. Viel zu viele Harpieren. Zurück. Nach. Sorry, erstmal. Ja. Absa weg. Meine Güte. Zu viele Harpieren. Zu viele Harpieren. So. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal erst wieder. Bis dahin. Tschüss.